Hi Guys und willkommen zu einem weiteren Pokémon Sonne und Mond Video, Guys. Ich habe vor Wochen schon ein Video gemacht, wo ich Pokémon vorgestellt habe, die eine Alola-Form verdienen. Und nach mehreren Wochen haben wir immer mehr Alola-Pokémon geleakt bekommen. Es sind nicht mehr viele Wochen bis zum Release von Pokémon Sonne und Mond. Und ich werde mir jetzt drei Pokémon raussuchen, die meiner Ansicht nach noch eine Alola-Form brauchen, da ihre Stats bzw. ihr Typ dieses Pokémon nicht sehr stark erscheinen lassen, aber durch eine Alola-Form können diese Pokémon wie damals mit der Mega-Entwicklung vielleicht neue Kraft erlangen und dadurch gespielt werden. Von daher gucken wir uns mal die drei Pokémon an und wenn euch dieses Video gefällt, könnt ihr gerne einen Like droppen und eure Meinung in die Kommentare lassen. Von daher, let's go! Um erstmal zu gucken, welches Pokémon eine Alola-Form bekommt, gucken wir uns erstmal den Kanto-Dex an. Wir haben 151 Pokémon, die potenziell eine Alola-Form bekommen können. Bisher sind 11 Pokémon bekannt, die eine jeweilige Alola-Form vom Kanto-Dex bekommen. Man kann natürlich erstmal sagen, dass Pokémon wie zum Beispiel Mauzi ebenfalls eine Alola-Form in der weiterentwickelten Form mit Snobelicat bekommen. So wie es mit Slimer und Slimog jetzt passiert ist, dass erst die normale Entwicklungsstufe gezeigt wurde und dann ein paar Tage später die weiterentwickelte Form. Ob vorentwickelte Pokémon eine jeweilige Alola-Form bekommen wie bei Raichu, ist nicht zu erwarten, denn wir haben schon mehrere Pikachus in Trailern oder im Spiel gesehen, die als normale Pikachus rumgelaufen sind. Genauso ist es bei Kokowai und Owai. Das Owai entwickelt sich zu einem Alola Kokowai und nicht von einem Alola Owai zu einem Alola Kokowai. Das heißt, die Pokémon können wir ebenfalls schon mal alle ausschließen. Zusätzlich ausschließen können wir die jeweiligen Mega-Entwicklungen, wovon wir 13 Stück in der Kanto-Edition haben. Das heißt, dass diese 13 Pokémon ebenfalls keine Alola-Form bekommen werden. Dazu kommen noch 24 andere Pokémon, die jeweilig sich in einer anderen Edition entwickeln oder eine Vorentwicklung haben. Dazu 10 Pokémon wie zum Beispiel Rihorn und Rizeros, Chanera, Tangela, Sichlor, Evoli oder Porygon. Diese Pokémon werden höchstwahrscheinlich ebenfalls keine Alola-Form bekommen, weswegen wir diese Pokémon ebenfalls ausgrenzen werden. Dazu kommen noch die legendären Pokémon Arctos, Zapdos, Lavados, Mew und Mewtwo, wobei Mewtwo schon wegen der Mega-Entwicklung eh wegfällt. Ihr seht schon, unser Dex hat sich drastisch minimiert, Leute. Das heißt, wir haben nicht mehr viele Pokémon, aber ich werde euch jetzt drei Pokémon von diesem Pokémon zeigen und euch jeweilig dann zeigen, warum dieses Pokémon eine Alola-Form bekommen muss. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Let's go! Das allererste Pokémon, was wir uns angucken werden, ist das Pokémon Entoron. Entoron ist ein Pokémon von Typ Wasser und hat auch keinen Zweitypen und keine besondere Fähigkeit. Seine Stats sind auch nicht wirklich besonders, die sind alle im Grunde mittelmäßig. Competitive-mäßig hat dieses Pokémon ebenfalls nichts zu sagen, da es von anderen Pokémon natürlich geschlagen wird in allen sämtlichen Hinsichten. Ich würde dem Alola Entoron nicht nur ein neues Typing geben, sondern auch eine neue Fähigkeit. Alola Entoron würde von mir den Eis-Psychotypen bekommen. Das sorgt dafür, dass dieses Pokémon erstmal Step Eisstrahl hat, Step Psychoshock und Step Psychokinese. Dazu eine neue Typenkombination, die es vorher noch nie so gegeben hat. Und um Entoron etwas abzugleichen bzw. um ihn besser zu machen, würde ich ihm die Fähigkeit Temposchub geben. Das klingt zwar etwas OP, aber es hat Pokémon wie zum Beispiel Tohaido sehr, sehr geholfen, diese Fähigkeit. Durch die Fähigkeit Temposchub bekommt es nicht nur einen hohen Initiativbonus nach mehreren Runden, sondern kann auch mit jeweiligen Step-Attacken seine Gegner auseinandernehmen. Und dieses Fan-Artwork, was ich hier gefunden habe, trifft das Ganze auch sehr gut meiner Ansicht nach. Wenn wir das hier sehen, es sieht aus wie eine psychopathische Ente, aber man sieht auf jeden Fall noch, dass es Entoron darstellen soll. Und ich finde natürlich, dass nicht jedes Pokémon ein komplett neues Typing bekommen soll, wie bei Volnona oder Sandan oder jetzt hier bei Alola Entoron. Aber bei dem Pokémon macht es auf jeden Fall Sinn, weil wenn es von Typ Wasser Psycho wäre, wäre es in dem Sinne auch nur ein schlechteres Starmie. Und das würde das Pokémon natürlich nicht hervorstechen, was es natürlich durch eine Alola-Form machen soll. Das nächste Pokémon auf meiner Liste ist das Pokémon Hypno. Ich hoffe, Hypno ist für euch noch ein Begriff, denn dieses Pokémon wurde sehr in Vergessenheit geraten. Miserable Fähigkeiten und die Werte von dem Pokémon geben ihm nur die Möglichkeit, als jeweiliger Dev bzw. als Wishcaster am Team zu sein. Sein Angriffswert ist nicht gerade hoch, von daher kann dieses Pokémon leider Gottes nicht wirklich austeilen. Ich habe mir eine Alola-Form rausgesucht und eine Typenkombination, die es bisher zwar schon gibt, aber die zu diesem Pokémon auf jeden Fall passen würde. Und zwar ist es die Typenkombination Gift-Kampf. Warum fragt ihr euch das erstmal?
Nun, in der Alola-Region gibt es erstmal sehr, sehr viele Feen-Pokémon, wo man mit dem Typ Gift auf jeden Fall zurückschlagen kann mit sehr effektiven Step-Attacken. Gleichzeitig lernt Hypno auch Attacken wie Ableitieb, die ihm nicht nur KP wiedergeben, sondern auch eine starke Step-Attacke ist. Das Pokémon ist in der Special Death echt extrem krass und mit der Hilfe dieser Typenkombination kann es nicht nur ein Feenkiller werden, sondern auch eine Wall, die stehen bleibt. Als Fähigkeit hätte ich dann jeweils die Fähigkeit vom Dragoran genommen, und zwar ist es die Multischuppe. Multischuppe ist eine super Fähigkeit gegen eine Pfifferschwäche, die dieses Pokémon hat, mit dem Typ Psycho. Was sehr witzig erstmal ist, da dieses Pokémon von Typ Psycho kommt. Wenn das Pokémon volle KP hat, erleidet es nur die Hälfte des normalen Schadens. Das ist auf jeden Fall eine sehr starke Fähigkeit und so kann dieses Pokémon nicht nur euch Rishs geben, sondern auch jeweilig Damage austeilen und die kleinen Feen verprügeln, die wie es aussieht die Oberhand ernehmen wollen in der Gen 7. Auf den letzten Platz könnt ihr natürlich Pokémon wie Arcani, Nidoking, Lapras oder Machomai nehmen. Aber diese Pokémon sind einfach schon stark genug und brauchen in dem Sinne keine Alola-Form. Genauso ist es bei Dragoran. Dragoran ist ein Pokémon aus dem OU und es kann Pokémon auch so weghauen und braucht dafür nicht einen Type-Change bzw. eine neue Fähigkeit. Es gibt natürlich mehrere chinesische Leaks, die behaupten, dass Nidoking Arcani jeweilig andere Formen bekommen. Das will ich auch gar nichts gegen sagen, es kann natürlich gut sein, aber ich bin nicht der Meinung, dass diese Pokémon unbedingt eine Alola-Form bekommen müssen. Auf dem finalen Platz ist das Pokémon Dodri, Leute. Ich glaube, viele von euch haben es bereits vergessen. Und zwar ist dieses Pokémon ein normal Flug-Pokémon, von daher nichts Besonderes und wurde total in Schatten gestellt von anderen Pokémon, wie zum Beispiel Taubos, Staraptor, Fiaro und wie sie nicht alle heißen, die komplette Vogelreihe. Gerade zu Sonne und Mond bietet sich ein tropisches Typing bzw. ein tropisches Design einfach an. Und ich habe mir etwas sehr Geiles gedacht, und zwar machen wir dieses Pokémon zu einem physischen Wasserflugtypen. Viele denken jetzt vielleicht an Pelipper, da es ebenfalls von Typ Wasserflug ist, aber Dodri ist in der Sache schon etwas anders. Dodri bekommt von mir die Fähigkeit Rasanz, was bei Statusveränderung die Initiative um 50% boostet. Da Dodri in seiner normalen Form schon eine Initiativwert von 328 hat, wird das Ganze nochmal verdoppelt. Das heißt, dass dieses Pokémon alles outspeedet mit Hilfe der Rasanz. Zusätzlich hat dieses Pokémon schon eine Statusveränderung drauf. Das heißt, wenn euer Pokémon-Gegner jeweilig das Pokémon einschläfern will, könnt ihr einfach Dodri einsetzen und es passiert nichts, da dieses Pokémon bereits vergiftet ist oder jeweilig verbrannt. Die Typenkombination erlaubt Dodri auch nur zwei Schwächen zu haben, und zwar die normale Schwäche Gestein und die Vielfachschwäche Elektro. Damit kann man auf jeden Fall leben, wenn es nur zwei Schwächen sind, wobei eine sehr stark ist. Aber es gibt verschiedene Pokémon, die natürlich Wortabsorber haben, womit man dann jeweilig die Elektroattacken abfangen kann. Von daher ist es nicht ganz so schwer. Aber Leute, was haltet ihr von den jeweiligen Alola-Formen? Ich habe mir da sehr viele Gedanken gemacht und habe da sehr viel Zeit in dieses Video investiert. Falls ihr jetzt denkt, Zero, was ist mit Rosana? Zero, was ist mit Lapras? Zero, was ist mit anderen Pokémon, die eine Alola-Form jeweilig bekommen müssen? Ganz klare Sache, Leute. Ich habe vor einigen Wochen schon ein Pokémon Top 5 Video zu den Alola-Formen gedreht und da habe ich natürlich nicht die Pokémon drangenommen, die ich da in dem Video schon drangenommen habe. Falls ihr das sehen wollt, könnt ihr gerne in die Beschreibung gucken, denn da ist der Link zu dem Video und das könnt ihr euch ganz gerne nochmal angucken. Und dort sind weitere 5 Pokémon, die jeweilig eine Alola-Form bekommen sollten aus der Kanto-Region. Falls ihr anderer Meinung seid, könnt ihr natürlich auch eure Meinung begründen in den Kommentaren, aber bitte sachlich bleiben, Leute. Von daher, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mich sehr freuen und würde unseren Kanal auf jeden Fall zum Wachsen bringen. Und es zeigt mir, dass ihr dieses Video auf jeden Fall, ja, gefeiert habt und dass ihr mehr solcher Videos haben wollt. Und wenn ich da eine bestimmte Daumenanzahl sehe von ungefähr, ja, sagen wir über 1000, dann werde ich mich vielleicht nochmal in mein Kabuff zurückziehen und eine weitere Folge hiervon drehen, wenn nicht schon alle Alola-Formen bis dahin geleakt worden sind. Aber Guys, das war's von mir und von dem Video. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag, macht's gut, bis nächstes Mal und ciao.